Ein frisches Geihai, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt Mass Effect 2. Mein Name ist SkyMilch und ich hoffe, wir werden viel Spaß bei diesem Spiel haben. Ich muss jetzt allerdings erstmal hier ein bisschen was einstellen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das starte, ist der Sound zu laut. So. Ja, lassen wir den mal so. Okay, Cerberus-Netzwerk brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die 15-minütige interaktive Story. Ja, das ist das, was wir jetzt auch gleich noch sehen werden. Aber bevor wir lange rumreden, starten wir mal ein Spiel. Mass Effect 1 Charakter haben wir nicht. Weiblich, nee, wir machen männlichen Charakter. Und dann startet es auch schon. Die Ladebildschirme sind immer die schönsten, die brauchen nämlich ewig. Es dauert immer eine ganze Weile, bis da was passiert, aber jawohl, am PC geht's. Ich habe es auch schon auf der PlayStation gespielt. Da dauert das ein bisschen länger. Gruppenkräfte benutzen, ja, Untertitel, ja, automatischer Stufenanstieg, nur Gruppe, Schwierigkeitsgrad, Kampf, ja, das können wir, lassen wir normal, weiter geht's. Electronic Arts presents a BioWare production. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht das nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Okay, ich glaube, das lese ich jetzt nicht extra vor. Das so schnell kann ich dann doch nicht lesen. Wenn ihr es lesen wollt, haltet es gerade an und dann könnt ihr es euch angucken. Spult halt nochmal zurück, falls ihr es nicht gesehen habt. Und so weiter und so fort. Und da ist doch unser Schiff schon. Die Normandy SR-1. Schalte ÖLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Oh oh. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausweichmanöver! Bam. Alter, und Wutz. Waffen offline! Löscht mal das Feuer!
Shepard? Notsignal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Ja, sollten sie besser. Ich mache das hier nicht, damit man später unsere gefrorenen Leichen findet. Alle in die Rettung shuttelt. Joker ist immer noch im Cockpit. Er will das Schiff nicht verlassen. Ich werde auch nicht gehen. Keine Zeit für Diskussion. Nee, das war ein Befehl. Du musst da raus. Ab in die Shuttles. Ich rufe Jokers Hintern persönlich hier raus. Commander? Raus hier, verdammt! Jawohl, wenigstens sind die rausgekommen. Und wir schmieren geradezu auf dem Planeten ab. Aber jetzt muss ich doch mal... doch leiser machen, das ist sonst... Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist die SSV Normandy! Warte mal, wo ging es wieder hoch? Hier vorbei. Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt! Und dann da hoch, genau. Komm schon, Baby, halte durch, halte durch! Ja, Joker, du solltest dich aus dem Dings verpissen, ey. Oh, den Planeten sehen wir jetzt auch schon aus der Nähe. Das Schiff ist vollkommen im Arsch. Ich muss mich gerade fragen, warum hier keine Leichen rumfliegen. Da müssen doch so viele Leute an Bord gewesen sein. Und ich glaube nicht, dass die alle rausgekommen sind. Nö, und hier ist keine Sau mehr. Vielleicht sind die schon alle rausgepustet worden. Wer weiß. Sondern wir holen jetzt mal den Joker da raus. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich! Ich kann sie immer noch retten! Nee, das Leben ist zu kostbar. Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommen für einen weiteren Angriff zurück! Ja, und dem haben wir jetzt den Arm gebrochen. Glaube ich, weil, soweit ich weiß, hat der irgendwie Glasknochenkrankheit oder so irgendwas. Commander! Shepard. Und bam. Ja, der Joker ist gerettet und wir sind tot. Ja, und die Normandy ist damit auch verloren. Ja, das war's wohl mit Commander Shepard. Da tauchte ein in die Atmosphäre des Planeten. Mass Effect 2.
Ich glaube, die bauen uns wieder zusammen. Shepard wurde geboren. Ja. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. So sieht es also aus, wenn man so einen komplett zerstörten Körper wieder zusammenfliegt. Oh, bin ich jetzt adelig? Ich habe jetzt blaues Blut oder was? Wenn man das überlegt, wenn sowas wirklich gehen würde, ne? Dann können wir eigentlich Tote wieder zum Leben erwecken. Ich glaube, das größte Problem dabei ist dann immer die Hirnströme und sowas. Die kognitiven Fähigkeiten so beizubehalten, sag ich mal. Ja, wir bleiben einfach mal bei John Shepard, der Name passt schon. Und das Aussehen lassen wir auch Standard, weil ich gebe die persönlichen Daten ein, aber das Aussehen nicht. Standard aussehen lassen, aber ich habe mal selber einen erstellt und der sah aus wie zum Kotzen. Soldaten, nee, was war das? Was war der Geile da? Präzisionsgewehr, schwere Kyro. Genau, der Infiltrator war das. Den spiele ich auch wieder. Das ist mega Premium einfach. Den finde ich Bombe. Und den spielen wir auch. So, sie sind dann bla bla bla. Raumschiffen. Ja, wir sind auf der Erde geboren. Einziger Überlebender, Kriegsheld oder rücksichtslos? Kriegsheld. Ja, ich glaube, wir nehmen Kriegsheld, das hört schon am coolsten an. So, warte mal, während der Dienstzeit endete eine ihrer Mission mit einer Katastrophe. In einer lebensbedrohlichen Lage mussten sie körperliche Qualen und psychologischen Stress ertragen, der die meisten Menschen endgültig zerstört hat. Doch sie überlebten, während alle ihre Kameraden fielen. Jetzt können nur noch sie davon berichten. Nee, das ist ja langweilig, wenn man keine Freunde mehr hat, mit denen man das teilen kann. So. Ja, bestätigen. Ja, ja. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort! Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Alter, das ist wahrscheinlich so. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Das ist wahrscheinlich dieses Gefühl, wenn man während der OP aufwacht. Oh shit. Ja, ich falle hier halb aus dem Bett und soll dann direkt rumballern oder was? Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Oh, verdammt! Die Kanister neben der Tür werden ex Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Jemand hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Jawohl, habe ich gefunden. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Mechs aufzuhalten. Achtung! Weiter, wir müssen Sie zu den...
So, weil ich bin ja hier Commander Shepard, deswegen mich hält niemand auf. Ich mach die alle platt. Shepard, Sicherheitsmacs nähern sich ihrer Position. Geben Sie kein Risiko ein. Bleiben Sie in Deckung, während Sie die Macs ausschalten. So, da komme ich dem, ja. Wollen die nicht draufgehen, ey. So, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn hier? Wir haben hier taktische Tarnung, Disruptor-Munition und Einigkeit. Okay, und wir haben hier unsere schwere Pistole. Wo müssen wir lang? Da müssen wir gleich lang. Aber wir gucken mal hier. Vielleicht gibt es ja noch was Interessantes. Außer Munition. Nö, Munition ist voll. Gut. Weiter geht's. Ja, wir finden uns hier auf irgendeiner Station, die angegriffen wird. Und... Keine Zeit verschwenden. Lol. Ich kann die Max nicht lange ablenken. Neue Verstärkung in ihre Richtung unterwegs. Da kommen die Max. Schalten Sie... Wir wurden... Bam. Fahren Sie mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Wo ist da ein Aufzug? Ah, da. Los geht's. Beeilung, zur Tür, schnell! Machen das super, Shepard. Geben Sie in den nächsten Raum. Ich versuche Sie dort. Shepard, hören Sie mich? Hier sind mehrere Max. Sie nähern sich meiner Position. Okay, damit haben wir den Kontakt verloren. Da muss, gehen wir mal da rein. Bist du da eigentlich rein? Die Datenlogs brauchen wir nicht. Da ist was. Wand safe. Oh, das war das wieder. Jawohl. Sicherheitssystem deaktiviert. Ein bisschen Money bekommen. Die Datenlogs, nee, die hören wir uns jetzt nicht an. Das dauert so lange. So, weiter geht's. Ja, der steht vor dem und ballert dem jetzt am Dings da weg. Da kommt Ärger. Komm nur rüber. Shepard, das ist so toll. Voll im Ziel. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade aufgewacht. Sie wissen vermutlich mehr als ich. Stimmt. Tut mir leid. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles. Aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Okay, Moment, aber erstmal habe ich ein paar Fragen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden Sie getötet. Sie waren mausetot, als man Sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben Sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in Ihrem Leben. Das sieht nicht nach einer Einrichtung der Allianz aus. Ist es auch nicht. Im Moment kann ich allerdings nicht viel mehr dazu sagen. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Aber wir leben ja noch. Wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Macs zu erledigen und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Kampfsystem hochgefahren.
Okay. Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? So, erstmal will ich wissen, wer ich überhaupt bin. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, waren Sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man Sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Interessant. Aber jetzt wollen wir doch mal ein bisschen was noch über das Lazarus-Projekt erfahren. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Okay, das heißt, wir lagen 2 Jahre so gut wie tot auf irgendeinem Tisch, wo irgendwelche Leute an uns rumgeschnippelt haben. Interessant. So, ist aber alles auf über die Station. Über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Okay, so, dann über die Normandy-Crew. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Das ist doch schön. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls Sie die Station jemals verlassen. So, jetzt will ich noch was wissen zu dir und zu der Miranda. Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Okay. So, dann, wer ist Miranda? Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Gut, aber jetzt sollten wir uns mal hier aus dem Weg machen. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der leitende Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Ja, los geht's. Verschwinden wir von hier. Da ist noch Munition. Aktivierung. Verdammt, Wilson. Dieser Kopf ist... So, hier rum, da ist noch einer, oder? Entschuldigung. Zack. Oh Gott, sie haben mich gefunden! Hilfe! Wilson,
Wo sind sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf, Sheppe! Ja, ich bin schon oben, Junge. Wohin? Da lang. Shepard, hier unten. Die Schweine haben mir ins Bein geschossen. Ja, ich erinnere mich schon an den, aber das lassen wir jetzt mal. Station runter. Ich gehe nirgendwo hin, bevor mein Bein nicht versorgt wurde. In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation. Wie die nur am Rumheulen ist, ey. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich traue keinem. Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die Behälter überlasten, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen. Wer hat überlasten? Ach, der da. Es reicht. Verschwinden wir von hier. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Vielleicht. Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Gut, also los geht's. Wenn ich hier keine Antworten mehr kriege, sollten wir uns auf den Weg machen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. Oh, was ist das? Oh, so hacken, okay. Das da. Wo ist denn das? Er ist noch mit dreimal grün. Gerade so geschafft. Womit da runter müssen wir? Reden wir das da oben? Neutralisierung der Bedrohung eingeleitet. Systemversagen verbindeter Offline. So, easy. Alles im Weg geräumt, jetzt kommen wir mal da hinten. War meines Wissens, glaube ich, noch was.
Ja, genau, da gibt es so ein Datenpad. Zack. Wieder ein bisschen mehr Credits. Die brauchen wir auch. So, dann haben wir dann noch ein Save. So, die Hackdinger finde ich immer am einfachsten. Super easy. So, die Loks sind... Brauchen wir nicht. Oh, ich will mir Shift drücken, um zu sprinten, aber man muss ja Leertaste gedrückt halten, um zu rennen. Aber da, wo stehen da eigentlich... Und das verstehe ich auch nicht, wenn da die Shuttles... Da stehen mindestens 3 oder 4 Shuttles rum. Und laut dem Dings können wir mit nur einem wegfliegen, irgendwie. Weil der Rest geht nicht, oder sowas. So, die Tür öffnen. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Nö, ich will bloß hier weg. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Cerberus-Station. So, und wups. Und weg sind wir. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Was? Muss das jetzt sein? Wir hätten eigentlich wochenlange Tests durchführen sollen, um den Erfolg von Projekt Lazarus zu bestätigen. Jetzt müssen eben ein paar Fragen während des Shuttleflugs reichen. Okay. Den Unterlagen zufolge sind Sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet. Und für den Kampf gegen Batarianer beim skillianischen Angriff einen Orden erhalten. Erinnern Sie sich daran? Ja. Viele Leben hingen davon ab, dass ich diese Stellung hielt. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Wie auch immer. Es war jedenfalls ziemlich beeindruckend. Freunde von mir waren auch dort. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie ihn zurückgelassen? Ich habe an diesem Tag eine Freundin in den Tod geschickt. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. So. Ja. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ja, sei mal ruhig. Ich versuche hier gerade was zu sagen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Das war soweit die erste Folge. Und ja. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.